einen schönen guten Tag. Guten Tag. Willkommen zum Abschlussvideo der AIDA Aura Reise. Genau. Das ist nämlich ein Fazitvideo, das wir heute zu der AIDA Aura Tour, die wir im Oktober 2022 gemacht haben, ja, euch mit auf den Weg geben möchten. Genau, hatten ja auch einige von euch schon Fragen gestellt und da haben wir gedacht, fassen wir nochmal alles zusammen und geben euch hier ein kurzes Update und ein Fazit dazu. Genau. Also, wann sind wir losgefahren mit der AIDA Aura? Im Oktober. Genau, am 18. Oktober. 18. Oktober, weil der 19. ist bei uns immer ein besonderes Datum. Genau. Ja, warum haben wir uns die AIDA Aura eigentlich ausgesucht? Weil sie eigentlich schöne Stops auf dem Weg nach Gran Canaria hatte, die in der Route geplant waren. Die Vlogs schon gesehen haben, wissen ja, ist leider nicht ganz so gekommen, wie es dann geplant war. Durch das Wetter, was da zu der Zeit rund um Europa unterwegs war. Und da waren wir dann etwas auf anderen Wegen unterwegs als geplant, genau. Ja, aber wir haben uns das Schiff natürlich auch ausgesucht, weil es aktuell, muss man sagen, ne, wir haben jetzt Anfang 2023 noch das kleinste Schiff der AIDA-Flotte ist. Genau. Und Fred kannte das Schiff vorher noch gar nicht. Nee. Meine erste Tour mit der AIDA Aura war 2006. Und ja, da sah das Schiff noch ein bisschen anders aus. Also in der Länge hat sich nichts getan. Nee, 203 Meter war es schon immer, ne? Ja, und in den Kabinen hat es vielleicht ein bisschen was getan, weil es sind, ja, jetzt Stand 2023 633 Gästekabinen. Und es passen bis zu 1266 bei Doppelbelegung genau, dann auch auf das Schiff. Ist im Vergleich zu den anderen Schiffen natürlich deutlich weniger. Ja, besonders im Vergleich zur neuesten Klasse, AIDA Cosma, AIDA Nova. Genau, also das ist schon geringer, aber wir haben gesagt, wir wollten nochmal das Kleine und wir hatten auch so ein bisschen die Vermutung, das, was jetzt eingetroffen ist, also was eintreffen wird im September diesen Jahres, dass AIDA Aura die Flotte verlassen wird. Ja, leider muss man dazu sagen, weil ich glaube, wie viele von euch, der ein oder andere, der das Schiff kennengelernt hat oder es vielleicht noch kennenlernen wird, noch auf dem Plan hat bis September, der wird dann auch sagen, das ist echt schade, ja, weil es ist schon ein besonderes Gefühl. Ja, auf, ne, jeden Fall. Also baulich sieht man das schon. War das noch eine ganz andere Zeit damals. Da wurde noch ein bisschen anders der Aufbau betrieben und auch die Restaurants waren anders. Also da guckt da gerne mal in den Schiffsrundgang von uns, den verlinken wir euch mal, wenn ihr da falls etwas mehr im Detail sehen wollt. Oder die Vlogs, um das alles zu erleben auch. Das Gefühl mitzunehmen. War schon schön, ja. Trotz Erlebnisreise. Aber wenn man so eine Tour macht, die könnt ihr auch noch machen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr das jetzt guckt. Also Golf von Biskaya, ne? Dann seid ihr für alle Kreuzfahrten gewappnet. Ja, dann macht euch kein Seegang mehr etwas. So, wir starten mal mit der Anreise. Das war mal wieder schön. Genau, ne? War nämlich ab Deutschland. Ab Deutschland. Wir sind schön nach Bremerhaven mit dem Zug gefahren. Und als das Schiff uns da erwartet hat, es gab keine Schlangen. Nee, und aufgrund der Größe konnte man es teilweise sogar nicht wirklich sofort sehen, weil das Hafenterminal das Gebäude war höher als das Schiff, was man auch nicht oft hat. Ja, bei sonst der Deckanzahl, ne, es sind insgesamt, ich glaube, 12 Decks, 11 oder 12 müssten es sein. Ja, wir blenden es hier nochmal. Ja. Und dementsprechend, ne, nicht so hoch, also kann sich schon mal verstecken. Ja. Nee, aber das war angenehm. Vielleicht an der Stelle ein Hinweis für Schwangere, weil ich ja schon schwanger war. Denkt an euren Mutterpass, weil das ist bei AIDA, wird sehr genau kontrolliert dann auch, in welcher Woche ihr seid. Ihr dürft ja bis zur 24. Woche mitfahren
Und ja, von daher denkt auf jeden Fall an den Mutterpass. Das wird nämlich bei der Einschiffung kontrolliert. Ja, das Wetter auf der Reise. Durchwachsen würde ich es jetzt mal nennen, beschreibt es ganz gut. Also sehr viel Wind, Regen teilweise, auch Sonne war dabei, aber Wellengang war eigentlich schon Ich das wollte gerade Vorherrschende. sagen, du musst eigentlich mit dem Guten anfangen, weil als wir drauf sind, war es relativ gut auch noch in Deutschland. Ja. Und in Honfleur hatten wir auch Bombenwetter, haben wir schon gesagt, ne? Das wird super. Und da wussten wir aber nicht, dass genau das uns zum Verhängnis wird, Ja. weil nämlich genau dann das Hochdruckgebiet dann dahin und ja, das war dann nachher etwas, hat dann für Wellengang gesorgt. Ja, das, also da sind wir schon bei eigentlich bei den Stopps, würde ich mal sagen, Ja. ne? Also ursprünglich geplant war die Route ja von Bremerhaven über Honfleur. Da waren wir auch Das haben wir tatsächlich, noch geschafft. da haben wir geschafft. Dann hätten wir einen Seetag gehabt nach A Coruña. Und danach wäre dann, da haben wir uns wirklich darauf vorbereitet, Auf auch Porto, Porto ja. gekommen, ist aber mit A Coruña und ja, Porto ist beides ausgefallen. Der Captain hat die ja, Entscheidung so getroffen. Ja. Der wusste das an sich schon in Honfleur. Klar kann man drüber streiten jetzt im Nachgang, ne? Man musste eine Entscheidung treffen. Sicherheit geht immer vor. Und gerade bei Windstärke 11 und 10 Meter Wellen, was ganz schön gescheppert hat. Oh ja. ja, deswegen ist es ausgefallen. Wir hatten dann quasi 2,5 Seetage und haben dann so einen kleinen Notstopp. Notstopp in Vigo ist dann dazwischen geschoben worden. Und ja, da konnten wir dann für ein paar Stunden mal wieder ja, festes Land unter unseren Füßen spüren. War dann trotzdem immer noch komisch nach 2,5 Seetagen. Ja, war aber trotzdem schön. Aber sollte man auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, wenn man quasi diese Transreisen macht. Ja. Wie jetzt auch dann Anfang März geht es ja von Südafrika wieder zurück nach Deutschland. Und ja, da sollte man auf jeden Fall auch wissen, da kann es dann auch windig werden. Ja, nee, da, also nicht nur das, dass halt gerade in Bezug auf eigentlichen Stopps, dass da was geändert werden Kann auch was kann, ne? ausfallen, genau. Weil manche Touren haben jetzt schon Vigo fest mit eingeplant, ne? Das werdet ihr da sehen bei den Routen. Und ja, Vigo hatten wir 5 Stunden. Ja, und das an einem Sonntag, das heißt, es war nicht mal viel geöffnet, also so war halt wirklich ein Notstopp. Ja. War, glaube ich, grundsätzlich wäre die Stadt schon sehr schön gewesen, aber ja, war jetzt nicht so das Highlight auf dieser Nee. Reise. Ja, danach hatten wir dann erneut ein bisschen Fahrt nochmal vor uns, Bis nach aber Lissabon, ja. das war Gott sei Dank dann nur von nachmittags bis zum nächsten Morgen, wo wir dann Lissabon Ja. erreicht haben. Da waren wir auch froh, weil da hat sich vom Wetter her wirklich so, erst war es wolkig, aber dann kam die Sonne auch raus, ne? Und dann haben wir uns echt gefreut, dass wir in Lissabon waren. War von der Zeit her ein bisschen, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit Ja. gewünscht. Wir sind Gut, wir haben so. es aber auch optimal dann nachher trotzdem ausgenutzt mit vielen Ausflügen und auf eigene Faust, ne? Ja, weil wir hätten eigentlich ja auch Ausflüge noch an den anderen beiden Stops gehabt. Und die sind ja ausgefallen. Deswegen, wir hatten noch Bordguthaben. Dann haben wir gesagt, wir buchen noch einen Ausflug in Lissabon. Da haben wir tatsächlich auch 10% drauf bekommen, Ja. ne? Und sind dann. Ja, in Lissabon erst auf eigene Faust runter und dann sind wir mit dem Ja. Hippomobil. Alles nochmal hier nachzusehen, ne? Also wer den Vlog noch nicht gesehen hat, es lohnt sich. Wir sind ja nass geworden oder fast nass geworden, würde ich sagen. War eine knappe Kiste. Ja, das hat Spaß gemacht, Ja. ne? Weil da fährt man durch die Stadt die wichtigsten Punkte ab und dann. Ja, fährt man noch mal zu Wasser, auch sieht von der
an der Wasserseite auch schön die Brücke des 25. Aprils und dann auch die Jesusstatue. Also das ist alles, da sind Highlights dabei, plus dann noch kulinarisch. Ja. Haben wir auch so ein schönes Pastéis de Nata bekommen. Fanden wir einen guten Ausflug. Ja, auf jeden Fall. Auch kostentechnisch, ne, war das voll im Rahmen. Ja, und dann hatten wir endlich wieder einen Seetag, weil ihr das ja auch so gerne mögt, ne? Mhm. Ihr habt uns die Seetage beschert. Der war aber definitiv besser als die vorangegangenen. Da konnte man ein bisschen die Sonne noch genießen am Pool. Und das Pooldeck vor allen Dingen und den Fernsehgarten, wie wir ihn genannt haben. Ja, und der letzte Halt war dann Lanzarote, schon auf den Kanarischen Inseln. Da haben wir tatsächlich auch über AIDA einen Ausflug gebucht, weil wir gesagt haben, ja, wir haben hier noch Bordguthaben zur Verfügung stehen. Genau. Und wollten eh an den Strand da, weil nach der ganzen turbulenten brauchte man ein bisschen Ruhe. Vorigen Erlebnisse haben wir dann gesagt, wir wollten da an den Strand. Kann man natürlich auch, haben viele auch gemacht oder wir auch schon zuvor. Auf eigene Faust. Genau, mit dem Mietwagen dann machen. Ne? Ja. Also das könnt ihr durchaus auch. Da die Empfehlung, nehmt am besten Zika. Da habt ihr einen super Anbieter und könnt dann auch einen Zweitfahrer quasi mit kostenfrei mit eintragen. Ja. Aber man geht ja nicht nur für die Ausflüge aufs Schiff, sondern auch um ein bisschen auf dem Schiff zu erleben, um da was seine Zeit zu verbringen, sich zu erholen. Und gerade auf dieser Schiffsklasse ist es schon ein großer Unterschied zu den neueren Schiffen. Da hat man natürlich Wasserrutschen, Kletterparks etc. Die sucht man auf AIDA Aura auf jeden Fall vergeblich. Da findet man einen umlaufenden Lauftrack. Auf dem Sonnendeck, da könnt ihr jetzt laufen, ist auch gekennzeichnet. Ne? Also das ist eine Aktivität, die ihr da machen könnt. Oder Golfsimulator, wer Lust hat, sein Handicap zu verbessern, kann das im Urlaub natürlich auch tun. Ja. Gibt direkt beim Body and Soul Sport gibt es einen Golfsimulator. Kann man natürlich auch Ausflüge mit Golf dann buchen. Und was haben wir noch? Ja, die Pools waren sehr gut besucht, auch von den Kids. Ja, die Whirlpools an Deck oder der größere Pool. Weil das ist ja wirklich noch eins, also das einzige Schiff, was wirklich so ein Pooldeck hat. Ne? Ein richtiges Swingsklasse noch ein bisschen. Aber das Schiff hat schon noch ein größeres und schöneres Pooldeck. Und wir hatten jetzt, weil es nicht ganz so warm war, musste man jetzt nicht um eine Liege kämpfen. Ne? Es gibt da auch noch Schaukeln draußen, die sie erneuert haben. Das ist auch ganz nett. Oder was man sonst noch machen kann in der Hemingway Lounge, da kann man noch lesen. Aber gerade jetzt, wenn man halt nicht so gutes Wetter hat, dann ist es schwieriger. Da gibt es ja den Sparbereich noch, ne? Genau, also Sparbereich, aber da zahlt man mittlerweile auch für den Besuch. Genau. Das hat AIDA ja generell eingeführt. Und ansonsten, das Theater ist ja wirklich ein Theater, was halt ganz vorne ist. Das war dann bei uns bei der Tour jetzt auch ein bisschen blöd. Gerade wenn irgendwelche Erklärungen durch den Kapitän da stattfanden. Weil bei so einem Wellengang war das vorne echt nicht so angenehm. Ne? Genau. Und deswegen ist das Theater da ist auch einiges ausgefallen. Da ist so ein Theatrium dann in der Mitte, finde ich persönlich schöner, weil es halt dann auch von der Lage her besser ist, gerade wenn man ein bisschen Seegang ist. Was kann man denn sonst noch so an Bord machen? Essen ist natürlich auch immer ein guter Punkt. Restaurants haben wir da jetzt aber auch nicht so die Riesenauswahl. Da ist dann eher auf zwei Buffet-Restaurants geht es da und ein Selection-Restaurant, ehemals Rossini. Da haben wir einmal das Calypso-Restaurant und das Markt-Restaurant. Aber von der Gestaltung her und auch von den Speisen war es super, aber die Gestaltung ist wirklich einmalig, also schon allein im Marktrestaurant
hinten dann rauszugucken und man hat oben wirklich noch einen Sternenhimmel gehabt, der dann da so künstlich gemacht wurde. Wirklich eine sehr schöne Atmosphäre. Ja, aber ist natürlich von der Auswahl her, wenn man jetzt mehr haben möchte, ist es natürlich etwas eingeschränkter und entsprechend die Essenszeiten, ne? Da ist man jetzt nicht so variabel. Also morgens gibt es auch Frühaufsteher Kaffee, aber dann hat man halt nur wirklich zwischen zwei Buffet-Restaurants, es sei denn, man ist jetzt in der höchsten Clubstufe. Dann kann man ja auch noch das Frühstück bei einer 14-tägigen Reise allerdings nur im Selection genießen. Das hatten wir noch, weil das alte Clubmodell war. Mhm. Aber ja, ansonsten müsste man da auch Aufpreis für zahlen, wenn man jetzt kein Buffet möchte an Frühstück. Und ansonsten Frühstück ist so maximal bis 10.30 Uhr. Mittag ist so, ja, gegen 12 Uhr, 12.30 Uhr bis 14 Uhr, dann hat man noch den genau. Poolgrill draußen, wo man hin kann, oder halt auch die Pizzastation im Calypso. Kaffeekuchen ist dann nur mit Getränken gegen Aufpreis. Ja. Und das wird dann meistens in der Nightfly Bar oder in der Anytime Bar serviert. Und ja, Abendessen ist dann, hat man typisch im Markt zwei Essenszeiten, weil sonst der Andrang echt groß ist und die Leute sitzen bleiben. Und Calypso ist durchgehend, aber da war es tatsächlich echt teilweise schwer, einen Platz zu bekommen. Ja. Und ja, hat man irgendwie dann schon gemerkt, dass es in Anführungsstrichen nur zwei Restaurants waren. Und man konnte dann, wenn man nur Abendshunger hatte, bis maximal 23 Uhr Pizza essen. Dann haben wir noch den Punkt Kinderbetreuung, Bespaßung der Kinder, generelle Möglichkeiten da. Also wie gesagt, auf unserer Reise war der Pool, ne, wenn der mal Wasser drin war, wurde der sehr gut genutzt von den Kindern, auch von Erwachsenen, aber meistens von Kindern. Den Kids Club gibt es aber trotzdem auch. Also da gibt es auch eine Kinderbetreuung, wie man es auch von den anderen Schiffen her kennt. Natürlich etwas kleiner, aber auch mit einem eigenen Pool, kleinen Pool hinten dann am Heck, sodass die Kinder dann da auch gut aufgehoben sind. Ja, Kabinen ist natürlich bei den 633 ist das natürlich etwas eingeschränkter, ne, in der Auswahl. Ganz früher, 2006 zum Beispiel, war das Schiff so konzipiert, es gab nur Innenkabinen und Mehrblickkabinen. Also Balkonkabinen gab es gar nicht. Die wurden dann erst nachträglich angebaut und dementsprechend sind es halt ja in der Anzahl nicht so viele. Wir hatten jetzt eine Mehrblickkabine. Da hat man aber schon auch den Größenunterschied gemerkt und von der Einrichtung her, dass er definitiv etwas ja noch rustikaler, älter dann auch war. Alte Elemente wie das Bett und so, das übernommen wurde, das Bad, das wurde auch nicht irgendwie umgestaltet. Fanden wir jetzt vollkommen in Ordnung. Genau, es war alles sauber gepflegt und auch es funktionierte alles. Von daher war das jetzt nicht so schlimm. Wir waren auch recht froh über die Lage unserer Kabine auf der Tour, dass die mittig war vom Schiff. Wir waren auf Deck 5 und ja, wie gesagt, sehr mittig gelegen. Dadurch hatten wir dann noch ein bisschen Glück beim Wellengang. Wenn man jetzt mal sieht, es gibt zwei Suiten auf dem Schiff und die sind nach vorne raus. Bei dem Wellengang war das, glaube ich, nicht so angenehm. Ja, das hat richtig gescheppert. Habt ihr auch gesehen vielleicht, ne, wenn ihr das Video dazu gesehen habt. Das war dann wirklich, also bei so einer Tour, wenn man so eine Überfahrt hat, am besten immer eine mittige Lage, wenn man den Premium gebucht hat. Und ja, ansonsten halt, wie gesagt, Kabinen einfach mal gucken, ne? Am besten vom, also preislichen würde ich jetzt empfehlen zu sagen, dass man da eine Mehrblickkabine, da ist man ganz gut gelegen. Kommt natürlich auch aufs Fahrtgebiet an, aber die Aura hat ja nicht mehr so viele und es ist eher in einer kälteren Region, deswegen reicht da eine Mehrblickkabine auch völlig aus. Genau. Dann haben wir natürlich noch einen Punkt, den haben wir auch in unserem Rundgang schon erwähnt.
Man erkennt einige Elemente, die auf dem Schiff sind, die dann auch auf späteren Schiffsklassen wiedergefunden werden können. Da haben wir zum Beispiel den Außenbereich der Anytime Bar hinten dann am Heck. Der sieht ja ziemlich so aus wie der aktuelle, die Lanai Bar auf den neueren Schiffen. Das finden wir sehr schön. Also das Design ist sehr ansprechend, sehr einladend. Und wenn man gutes Wetter hat, dann ist da auch auf jeden Fall gut was los. Was haben wir noch? Die Nightfly Bar ist vom Namen her auf jeden Fall vertreten. Auf Prima und Perla ist sie etwas anders gelegen und auch eine andere Art und Weise der Bar. Aber ja, das kommt auf jeden Fall an denselben Namen. Und was haben wir noch? Ja, so vom Essensthema her, den Poolgrill, den gibt es ja auch auf einigen Schiffen. Aber ihr könnt ja einfach mal gucken, was euch so auffällt, wenn ihr den Rundgang guckt. Oder ihr auch auf der Aura mal wart, ne, was ihr so wiedererkennt und was dann auf neueren Schiffen ist. Und das könnt ihr in die Kommentare schreiben, was euch da so aufgefallen ist, was an Elementen dann auch wiederverwendet wurde. Fritte hat es ja gerade eben schon angesprochen, so viele Reisen stehen AIDA Aura nicht mehr bevor. Stand jetzt, heute ist der 8.2.2023, sind es noch 19 Reisen, die auf der Website von AIDA angeboten werden. Die Reise, die jetzt erstmal zurückführt, dann Anfang März, ist dann von Südafrika 27 Tage bis nach Hamburg zurück und von da aus starten dann verschiedenste Arten von Touren, ne? Also in den Norden, nach Norwegen, nach Schottland, nach Irland, Biskaya-Touren. Also da haben wir auch eine gute Variation noch. Also wenn ihr da noch Lust habt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Link ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung drin. Und da sind auf jeden Fall ein paar spannende Touren dabei. Ja, und wenn ihr Fragen zu, wie gesagt, den einzelnen Stationen nochmal habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden und entweder in die Kommentare oder auch viele, wie ihr das schon macht, über Instagram dann anschreiben. Da geben wir gerne auch Tipps und Hinweise, wenn ihr jetzt nicht sicher seid, ne, sollt ihr jetzt noch eine Tour mit AIDA Aura machen? Wir wurden schon gefragt, ob wir noch eine Tour mit AIDA Aura machen, aber geht halt nicht mehr. Bedingt dadurch, durch unseren Nachwuchs, genau, dass AIDA Aura ja nur noch bis September in der Flotte ist. Und dementsprechend war das jetzt wirklich unsere letzte Tour. Ja. Wir können aber sagen, also uns hat die Tour gefallen, trotz alledem oder beziehungsweise eher auch gesagt, das Schiff. Genau. Und wenn ihr halt sagt, ihr wollt noch mal so dieses ursprüngliche AIDA-Feeling kennenlernen, wie war das früher, wie ist das so zustande gekommen und auch eine besondere Reise machen, weil das sind ja Selection-Touren. Alles Selection-Reisen, genau. Dann würden wir definitiv sagen, dann bucht das, also dann sucht euch eine Tour raus und da würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das Ganze über uns bucht, weil da kriegen wir eine kleine Provision und euch kostet das Ganze dann auch nicht mehr in der Buchung. Genau, ihr unterstützt dann unsere Arbeit, dann können wir mehr solcher Videos dann für euch auch produzieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist, das hatten wir in der Vergangenheit nämlich, die Cookies akzeptieren, sonst kann es uns nicht zugeordnet werden. Genau. So, das war dann das Fazitvideo zu AIDA Aura. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr uns vorab schon Fragen gestellt habt, auf die wir jetzt eingehen konnten. Falls ihr doch noch welche habt, immer in die Kommentare damit. Abonnieren nicht vergessen. Folgt uns gerne auf Instagram. Newsletter sind auch immer super Informationen drin. Also, falls ihr den noch nicht abonniert habt, der Link ist auch in der Beschreibung. Und in diesem Sinne sagen wir, bis demnächst. Macht's gut. Genau. Und danke fürs Einschalten. Bis dahin. Ciao, ciao.